Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist es mal, also ich zeige heute nichts in die Kamera, das sage ich gleich vorweg. Es ist ja nur eine Vorschau. Und zwar, ich habe letzte Woche am Freitag habe ich bei beautybay.com was bestellt. Da war dieser Black Friday, wo man praktisch, wo in den USA ist ja dieser Tag nach Thanksgiving ist ja der Mega-Ausverkauf und wo es dann überall Rabatte und sowas alles gibt. Und habe ich eine E-Mail bekommen, weil ich auf dieser Website angemeldet bin. Und ja, dann hatten die halt 20% auf alles, also komplett alles. Und eigentlich hatte ich vor einer Woche schon mal was bestellt, also jetzt ungefähr vor 14 Tagen. Und ja, ich habe mir zwei Blushes von Cargo bestellt und solche Waschtücher fürs Gesicht, die ich ausprobieren wollte. Ja, und dann habe ich halt gesehen, dass letzte Woche Freitag auch noch irgendwie 20% auf alles waren. Und die haben auch Urban Decay, die haben Too Faced, Stila, Cargo, die haben alles mögliche, auch ganz tolle Hautpflegeprodukte und zum Baden. Und ja, da musste ich halt nochmal bestellen. Und es ging nicht anders. Ich habe dann zwei Pakete bestellt, also auf zwei Bestellungen habe ich das, was ich mir rausgesucht habe, aufgegeben, weil die auch immer ganz tolle Proben mitschicken und dann habe ich das einfach aufgeteilt und dann kriegt man halt auch zweimal Proben. Und ja, also auf jeden Fall könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, weil ich habe überhaupt noch gar nichts von Too Faced und ich habe schon ein bisschen gegoogelt und mir auch so ein paar Videos bei YouTube angesehen. Ich habe ein Pinselset gekauft, was mega, mega weich sein soll. Also die nennen das so Teddybärhaar. Und dann habe ich mir so eine Weihnachtseditionsbox bestellt, wo mehrere Blushes drin sind, Highlighter. Dann haben die so einen Chocolate Bronzer, der bei denen ziemlich berühmt ist. Dann haben die, glaube ich, 16 Lidschatten da drin. Dann haben die ihre Originalgröße Eyeshadow Base, müsste drin sein. Ein Pinsel, dann so ein Büchlein, wo man halt so sehen kann, was man damit so schminken kann. Und dann noch irgendwie so ein, zwei Sachen. Ja, also auf jeden Fall das habe ich mir bestellt. Und ich habe mir nochmal zwei oder drei Cargo Blushes gekauft. Also ich habe schon so viele Videos über diese Cargo Blush Dinger gesehen. Und ich glaube einfach, dass die echt der Knaller sind. Und die haben dann nur noch 15 Euro gekostet anstatt 21. Und wie gesagt, ich habe auch dieses große Set von Too Faced habe ich mir bestellt. Das hat, glaube ich, im Original, ich weiß gar nicht mehr, über 40 Euro, 47, 49 oder 50 Euro oder so gekostet. Und halt mit den 20% waren es dann nur noch 39 oder 37 Euro. Ich habe auch überlegt, ob ich mir von Urban Decay diese Smoked Palette bestelle, aber ja, habe es dann doch nicht getan. Und ja, dann habe ich mir das irgendwie noch so ein paar Sachen bestellt. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall über die Pinsel freue ich mich total. Da bin ich megamäßig gespannt. Und die nächsten Tage bzw. morgen, ich habe schon so einen Bescheid bekommen, dass ein Päckchen für mich abgegeben wurde bei der Post. Und das muss ich morgen abholen. Und da sind dann schon mal die ersten Sachen drin. Und ja, nur, dass ihr einfach mal wisst, was euch demnächst hier so bei mir erwartet. Und ich hoffe, dass ihr dann natürlich auch einschaltet und euch das auch interessiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.